Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Kollege Renz, wir gucken uns an die Augen, Frau Dr. Kalowski und ich, und dann sagen wir, wer macht's denn? Und in dem Fall habe ich das heute mal als letzten Tagesordnungspunkt erkannt. Ja, Multitalente, Herr Minister, in der Tat. Der Fraktionsvorsitzende, das wissen Sie, muss immer mit profundem Halbwissen sich zu allen Themen äußern können. Bei uns Grünen, bei den anderen Fraktionen ist das deutlich umfassender. Aber ich muss auch aus einem anderen Grund, sehr geehrte Damen und Herren, bei diesem letzten Tagesordnungspunkt ein bisschen vorsichtig sein. Der Minister hat heute Mittag 14.57 Uhr eine Frontalattacke gegen die grüne Fraktion gefahren oder vielleicht auch gegen die gesamte grüne Partei. Aber getragen von einer Sorge, die ich ihm gerne nehmen möchte, zitiere mal, er hat gesagt, der Ausstieg aus Kernkraft und die Energiewende sind beschlossen, nun muss die Partei ihre Existenzberechtigung auf dem Fundament eines neuen Feindbildes zementieren. Korrekt zitiert, nehme ich an, Herr Backhaus, steht nämlich in Ihrer Presseerklärung, will Ihnen die Sorge nehmen. Wir haben zahlreiche andere Themen, die wir hoffentlich genauso erfolgreich fahren wie den Atomausstieg und die Energiewende, wo wir Sie nach langem Hin und Her dann endlich dazu bewegt haben, Ihre Politik mal zu verändern. Heute geht es für meine Begriffe eher um ein Umweltthema, weniger um ein Landwirtschaftsthema. Wir haben das Thema Gewässer, Zustand der Gewässer, Gewässerschutz ja schon mehrfach bewegt hier im Landtag. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Zwei Anträge für sauberes Trinkwasser, Nitratbelastung im Grundwasser absenken und Vorgaben der EU-Nitratrichtlinie einhalten. Das war im November 2014. Oder wir haben über die Gewässerbelastung durch Pflanzenschutzmittel verringern. Das war ein Antrag der grünen Fraktion ein Jahr vorher. Also das Thema hat uns immer wieder bewegt. Und das meine ich jetzt ohne Suffisanz. Herr Dr. Backhaus, es ist uns in der Tat, und da gehe ich auch bei Ihnen davon aus, ein überaus wichtiges Thema. Ein Thema, was wir ja mehrfach in diesem Landtag thematisiert haben. Und in der Tat, das will ich hier an dieser Stelle klar und deutlich sagen, hat sich in der Zwischenzeit bei einigen Stoffen, in Phosphat, ich nenne Ammonium, auch einiges verbessert. Das ist definitiv so. Doch die Belastung mit Nitrat ist nahezu gleich geblieben. Und vor dem Hintergrund war ich in der Tat schon bei der vorhin zitierten Pressemitteilung des Ministers ein wenig erstaunt. Die ging ja 3 Stunden vor der Debatte oder 4 Stunden vor der Debatte über den Ticker. Und da reden Sie von solchen Dingen oder lassen verlautbaren, wir würden grüne Schaufensterpolitik betreiben, wir würden ein Bürokratiemonster aufbauen und wir würden ein neues Feindbild zementieren. Damit meinen Sie die Landwirtschaft. In der Tat, sehr geehrte Damen und Herren, trägt das nicht unbedingt zur Versachlichung der Debatte dabei. Und ich möchte gerne diese Debatte auf einer sachlichen Grundlage führen, insbesondere auch deshalb, weil ich behaupte, wir haben an zentralen Punkten überhaupt keinen Dissens. Wir haben nämlich in der Analyse, kommen wir zu ähnlichen Ergebnissen, wir kommen in der Zielstellung zu ähnlichen Ergebnissen und wir setzen uns auseinander zu der Frage des Weges. Wie kommen wir dahin? Das ist der Dissens, den wir haben. Und ich will in dem Zusammenhang einmal den ersten Punkt belegen, sage, wir sind in der Analyse gar nicht so weit auseinander. Und das hat heute auch nochmal ein Artikel aus der Ostsee-Zeitung gezeigt, in dem auch Herr Dr. Backhaus, wie auch ich, zitiert werde. Ich will die erste Passage einmal von der Analyse her verlesen, weil ich glaube, dass sie in der Substanz absolut richtig ist. Zitat, heute Überschrift, Gefahr aus der Tiefe, Dünger im Grundwasser. In fast jedem zweiten Grundwasservorkommen in Mecklenburg-Vorpommern lauern gefährliche Chemikalien in zu hohen Dosen. Dies geht aus einem Bericht des Landesamtes für Umwelt- und Naturschutz, kurz LUNG, kennen Sie alle, hervor. Von den landesweit 61 Grundwasserkörpern mussten 26 in einem schlechten chemischen Zustand eingestuft werden. In 11 davon sei der in der europäischen Wasserrahmenrichtlinie festgelegte Nitratwert überschritten, teils um ein Vielfaches. In 15 die Ammoniumwerte, Sorge bereite auch die hohe Konzentration von Stickstoff und Pflanzenschutzmitteln im Wasser. Und jetzt kommt ein interessanter Satz, Herr Minister, als Verursacher nennt das LUNG Landwirte. Das ist also jetzt nicht die Identifizierung eines Fremdbildes, was wir hier machen, sondern wir greifen schlicht und ergreifend das auf, was im LUNG-Bericht steht. Das haben wir, glaube ich, in großer Sachlichkeit auch in unseren Antrag hineingenommen.
Im Feststellungsteil haben wir etwas andere Zahlen. Das hat damit zu tun, dass wir die Zahlen genommen haben, für die Mecklenburg-Vorpommern allein zuständig ist und nicht, wo es die Zuständigkeiten, gemeinsamen Zuständigkeiten mit Brandenburg und mit Schleswig-Holstein gibt. Also ich sage und behaupte, die Analyse ist ähnlich. Wir unterscheiden uns da nicht in der Einschätzung von dem, was auch das LUNG erörtert hat. Dann kommen wir mal zu den Zielen. Die Ziele sind auch logisch und konsequent. Ich glaube, wir sind einvernehmlich der Auffassung, die Nitratwerte müssen runter. Da wird hier niemand widersprechen. Wir sind einvernehmlich der Auffassung, die Ammoniumwerte müssen runter, selbstverständlich. Und wer wollte hier aus dem Hause schon widersprechen, wenn wir sagen, die Pflanzenschutzmittel mit ihren Restbeständen müssen raus aus dem Grundwasser? Ja, selbstverständlich. Da kommen wir zu der gleichen Analyse. Und dass der Minister das auch so sieht, das spiegelt auch die Presseerklärung wieder vom heutigen Tag. Zitiere: Natürlich nehme ich auch zur Kenntnis, dass wir trotz umfangreicher Investitionen noch lange nicht am Ziel angekommen sind. Viele Gewässer bei uns im Land verfehlen noch immer die vorgegebenen Ziele der Europäischen Union. Habe ich mich darüber gefreut, weil wir da Einvernehmen haben. Also jetzt hätte ich natürlich erwartet, jetzt kommt der Minister und jetzt kommen wir zum Dissens und sagt, wie er es denn machen will. Die Logik wäre ja, jetzt müsste er das weiterführen und sagen, das und das und das tut die Landesregierung. Und dann kommt dieser Satz, dass die Grünen die Wurzel allen Übels in der Landwirtschaft verorten, war eine vorhersehbare Rechnung. Also das hat mich dann in der Tat ein bisschen enttäuscht, weil ich habe dann absatzweise weitergelesen und habe immer versucht herauszufinden, was macht denn die Landesregierung jetzt tatsächlich, um die Zielstellung zu erreichen und der bitteren Analyse zum Zustand unserer Gewässer zu entsprechen. Und da habe ich in der Tat ganz zum Schluss einen Satz gefunden und über den würde ich gerne heute mit Ihnen einmal diskutieren, aber dazu müssen Sie gleich, finde ich, noch mal etwas sagen. Ich zitiere wieder: Was derzeit viel schwieriger nachvollziehbar ist, ist der Transport innerhalb der Grenzen des einzelnen Bundeslandes. Gemeint sind diese Nährstofftransporte. Hier besteht der eigentliche Handlungsbedarf, weswegen mein Ressort derzeit intensiv an einer Verordnung arbeitet, die in diesem Bereich mehr Transparenz schafft. Da in der Tat, Herr Dr. Backhaus, bin ich sehr gespannt auf Ihre Ausführung. Ich bin sehr gespannt, was Sie hier zu erklären haben zu der Frage, was beinhaltet diese Verordnung, wie wollen Sie das Problem in den Griff bekommen und was ist quasi die Alternative der Landesregierung zum Vorschlag der Bündnisgrünen Landtagsfraktion. Wir haben nämlich sind einfach hergegangen und haben gesagt, was machen denn die anderen Bundesländer um uns herum und sind schon in Niedersachsen hängen geblieben. Und da gibt es den ganz konkreten Vorschlag über ein Kataster, über eine Zusammenführung der meist schon vorliegenden Daten, die Behörden in die Lage zu versetzen, zu intervenieren und sich überhaupt einen Überblick zu verschaffen, weil sie wissen im Augenblick nicht, wo wird was ausgebracht. Sie haben überhaupt nicht die Möglichkeit für ein Controlling. Vielleicht wollen Sie dies ja in einer verbindlichen Verordnung abbilden. Ich bin sehr gespannt, ob Sie das hier gleich erklären und würde mich dann freuen, wenn wir anschließend dann in die Auseinandersetzung eintreten. Den grünen Vorschlag haben Sie auf dem Tisch. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Landesregierung damit macht und ob sie ein Alternativkonzept, einen Alternativweg aufweisen kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.